Gekreuzigte Nummer Jesus Christus. Ich will die Verse lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, 20, der 43. Zu der Zeit wurde Mose geboren und er war schön vor Gott und wurde 3 Monate ernährt im Hause seines Vaters. Und als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter Pharaos auf und zog ihn auf, ihr selbst zu einem Sohn. Und Mose wurde gelehrt in aller Weisheit der Ägypter und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt wurde, gedachte er nach seinen Brüdern, den Kindern Israel, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, stand er ihm bei und rächte dem Leid geschah, und er schlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten verstehen, dass Gott durch seine Hand ihr Heil gebe. Aber sie verstanden's nicht. Und am nächsten Tage kam er zu ihnen, als sie miteinander stritten, und ermahnte sie zum Frieden und sprach: Ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut einer den anderen Unrecht? Der aber seinen Nächsten Unrecht tat, stieß ihn von sich und sprach: Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Mose aber floh wegen dieser Rede und wurde ein Fremdling im Lande Midian, dort zeugte er 2 Söhne. Und als er 40 Jahre um waren, erschien ihm in der Wüste an dem Berge Sinai ein Engel des Herrn in einer Feuerflamme im Dornbusch. Als aber Mose das sah, wunderte er sich über das Gesicht. Als er aber hinzuging, um zu schauen, geschah die Stimme des Herrn zu ihm: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinauszuschauen. Aber der Herr sprach zu ihm: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Ich habe gesehen das Leiden meines Volks, das in Ägypten ist, und habe ihr Seufzen gehört und bin herabgekommen, sie zu erretten. Und nun komme her, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, welchen sie verleugnet hatten, als sie sprachen: Wer hat dich zum Obersten und Richter gesetzt? Den sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Dornbusch erschienen war. Dieser führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen im Lande Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre. Dies ist der Mose, der zu den Kindern Israel gesagt hat: Einem Propheten wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, gleich wie mich, sollt ihr hören. Dieser ist, der in der Gemeinde in der Wüste mit dem Engel war, der mit ihm redete auf dem Berg Sinai und mit unseren Vätern. Dieser empfing lebendige Worte, um sie zu geben, welchen eure Väter nicht wollten gehorsam werden, sondern stießen ihn von sich und wandten sich um in ihren Herzen nach Ägypten und sprachen zu Aaron: Mache Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, widerfahren ist. Und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und brachten den Götzen Opfer und freuten sich an den Werken ihrer Hände. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, dass sie dem Herr des Himmels dienten. Wie geschrieben steht in dem Buch der Propheten: Habt ihr vom Hause Israel die 40 Jahre in der Wüste mir Schlachttiere und Opfer dargebracht? Und ihr nahmt die Hütte Molas auf und das Gestirn eures Gottes Rebfan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegführen über Babylon hinaus. Das ist ein langes Engwort, wie hier lesen. Aber Stephanus viertet hier einmal an am Ernte evaphieren. Stephanus wies dir mutig ab, du nabt dort die Jüden zumindest 2-mal vorher Christus verschmähten haben, dass sie unschuldig geworden wären, den Rader verschmähten zu haben, der Gott abgewagt hat, am Ernte Frieden merken. Er bewies den 2. Mal all hier durch Mose. Stephanus wie ungeklärt worden, je in Mose talastren. Und er wies dort nicht nur, dass das Volk Israel schuldig geworden ist, weil sie diesen Mann, den Gott sich erwählt hat, verschmähten haben. Und Stephanus hat nur folgende Punkte im Leben von Mose nennen. Erstens, der Geburt von seiner Kindheit in der Utbildung von in Ägypten. Der Utdruck, was er sein, dass Mose wie mächtig in seine wird, da konnte sich ab der Schrift nachwiesen, weil er selbst behaupten, dass er über nicht sei auf ihn reden können, konnte hier die Bibel bewiesen, wo Mose dort weiten deit. Zweitens, seine erste Auflehnung der seine Brüder, als er einen von ihren in Ägypten verteidigt hat. Man hat hier weiten, wie sei er
erinnert uns an dit und die Verwerfung von Christi durch sein eigenes Volk. Drittens, seine Abhüllen in das Lohn von Midian. Viertens, Gottes Offenbarung an Mose in dem brennenden Baschtur aus Heidenüte, dass ohne hier von seinem Volk Triggeschäck war nur Ägypten, am de Dorüte vieren. Fünftens, hei war zum Rada für dit Volk. Sechstens, seine messianische Prophetie, also das meint aus Messias, seine Prophetie. Hei seht, so aus mi, wird Gott ihn auch einschäck, und das bedient, so aus mi bedient, so sie mi abgewagt haf, oder du te beropen haf. Punkt 7 wies er hier seine Rolle als ein Gesetzgeber von der Gemeinde in der Wüste, wo Mose dönen musst. Und achtens danach durch, Mose ward zum zweiten Mal von den Israeliten verschmähten, als sie der goldene Kalf anbeten deuten, den Götzen deins Israel, du wir, und dann während sie vergehen, dem Herrn Opfertieren durchzubringen, nahmen sie das Zell von dem Moloch mit, dessen Moloch deins, das wie ein von den schlimmsten Formen von den Götzen deins. Sie bilden sich aber auch von diesen Refan, ein Stierengott, wenn er den Sinn kündigen deut und Gott ernt diese babylonische Gefangenschaft an den Vieren deut. Also wahrer und wahrer sei, wie dort Stephanus schriftmäßig mitgehen deut, um den Menschen zu überführen, wo ihre Leben stohnen. Und weil wir wahrer diesen Ausschnitt mitnehmen für uns Leben, dass wir genauso dünnen, wenn Menschen jenen an stohnen dünnen, und wir behaben Bibelgründe ab, dann werden wir ein Versägen dort erwiesen, was die Bibel sagen wird. Weil wir noch beten. Danke, Herr Jesus, für dein Wort. Halb uns, dass wir würden dein Wort trösen und dass wir würden uns lehren, auch in dein Wort zu forschen, damit Menschen, der halb fehlt, oder jenen Stunden, dass wir ein schriftmäßig erwiesen, wer du bist. Musst du uns ein Segen und ein Dank dir dafür. Amen. Gottes Segen für diesen Tag